Immer wenn ich daran gedacht habe, habe ich mir hier einen Larik da gelassen. Ja. Und Ja, aber vielleicht mal cool. alle Schaudiereien mal reingeschrieben. Ja, aber das waren so Dinge, wo mich dann motiviert haben, weiterzumachen. Weil am Anfang, erst wusste ich ja gar nicht, was Twitch ist. Dann habe ich mir gedacht, okay, mit Zuschauern und so. Wäre cool, wenn ich auch einen Zuschauer hätte. Und dann hast dann du ab und zu reingeschrieben und Doc Schnitzel, wenn dich an den erinnerst. Der kam auch von Dave. Der war dann öfter mal da und hat dann auch viel geschrieben. Das war dann schon Motivation, da weiterzumachen. Also ich hatte ja nur alle, also ich war meistens im Larik. Ja, genau. Aber trotzdem, das ab und zu schreiben, das war dann halt, oh cool, da ist jemand. Ich wusste zuerst auch nicht, was Twitch ist. Ja. Ja, mein erster Stream war von der Xbox unten. Und ich so, was ist das hier? Was kann man da machen? Also diese Twitch-App habe ich einfach mal gestartet, habe losgestreamt. Und das war dann Jedi Fallen Order. Habe ich dann auf 100% durchgeballert. Und irgendwann schreibt mich einer an, dein Twitch ist gar nicht aktiv. Ich so, dein Chat ist gar nicht aktiv. Und ich so, was für ein Chat? Da gibt's einen Chat. So, oh, okay. Dann logge ich mich mal am PC ein und guck mal, was das überhaupt ist. Und dann habe ich erst angefangen. Das war schon Ja, geil. mein PC, mit dem ich angefangen hatte, der Ja. war eigentlich gar nicht auf Gaming und Streaming ausgelegt. Ja, meine auch nicht. Oh Gott. Das alte Ding, ey. Ja, bei mir war es Meiner ja. war zwar nicht, meiner war zwar nicht 1291 wie deiner, aber Ja. auch schon, aber auch nicht geeignet. Aha. Ja, und am Anfang über die Xbox fand ich ganz entspannt. So, hast du um nichts kümmern müssen. Alles easy. Ja, und dann liest man sich ein, das ganze Game, und plötzlich fängt man an, Overlays zu erstellen. Dann wieder neue, dann wieder Also der neue. erste Stream war eigentlich nur aus Scherz, der erste Stream. Ja, okay. Was hast du Und da gezockt? Weißt du es noch? Dark and Light. Dark Light. Weiß ich Dark gar nicht. and Light. Ah, Ist so ein Fantasy Survival. Ach so, okay. Nö, sagt mir aber nichts. Also ich finde es ein gutes Spiel, aber viele andere finden es nicht gut. Ja, gut, ist ja Geschmackssache. Ich fand das cool, das Star Wars Jedi Fallen Order, das erste Spiel, was ich jemals gestreamt habe. Und zum zweijährigen Jubiläum habe ich dann Teil 2 gestreamt. Und bin immer noch dabei. Also das ist echt cool. Gutes Timing. Was zum Zweijährigen oder Einerjährigen? Zum Zweijährigen. Zum Zweijährigen Teil 2 gespielt. Aha. Ja, und also ich bin schon relativ weit, aber noch lange nicht fertig. Das ist riesig. Noch größer wie Teil 1. Aber echt cool. Super gemacht. Ja, so die Idee ist, morgen, wie gesagt, Ghostbusters weitermachen. Dann wollte ich mit Star Wars weitermachen und dann später dann Fortnite. Aber mal gucken. Im Moment ist die Psyche wieder ein bisschen unberechenbar. Das kann sich stündlich ändern, wie so meine Lust und Laune ist. Deswegen mal abwarten. Ich bin auch immer wieder so RP am Zocken. Ja, okay. GTA RP oder? Hä? GTA RP oder was anderes? Ja, GTA RP. Naja, ah, okay. Ich hatte mal GTA RP gestreamt und dann bin ich voll eingepennt während dem Stream. Geil. Das ist geil.
Siehst du mich einfach da sitzen und pennen? So gut. Ich hatte das mal auf einer LAN-Party. Da waren wir halt 4 Tage am Stück am Zocken mit 2500 Leuten. Und dann bin ich dann mit im Spiel eingepennt. Und die Leute aus dem Team: Alter, was machst du? Was machst du? Schieß, schieß. Und da gucken sie rüber und ich liege mit dem Kopf auf der Tastatur und penne. Völlig am Arsch. Na gut, da im RP ist auch nichts passiert. Ich bin einfach eingepennt. Dabei hat mich einer, der hat mich rausgekickt und geschrieben, gute Nacht, bis morgen. Cool. Ach, der Boss ist da. Oh, ja, ich komm gleich. Ich muss gerade hier ein bisschen auffüllen. Reicht, ja. Ja. So. Boah, wie komm ich jetzt wieder hoch? Hier, ne? Okay, bin down. Oh, I'm coming. Wenn ich den Weg finde. Alter. Ah, hier ist eine Treppe. Renn ich hier rum? Ja, super. Oder? Habst du gleich? Yes, ich bin komplett tot. Aha, ich hab dich. Sie ist auch tot. Oh, mir geht's aber nicht so gut. Muss man eben ein bisschen heilen unterwegs. Wo ist denn das Ding? Außerhalb, ne? Rechts, hinter dir. Ah, die andere Seite. Stimmt. Da zeigt's rechts an. Ah, da, ja. Komm. Lauf. Lauf, nicht lauf. So. Wenn man wegguckt, hört er auf. Ich weiß. Ich nicht. Also jetzt weiß ich es auch. So. Gerade meinen, da schießt jemand. Ich sehe nur keinen. Komm her. Oh, ich hab hier unten einen Diesel. Okay, warte mal. Bin da unten. Oh, oh, ich bin nicht gestorben. Geil. Ach, hey. Au. Oh, der Sack. Ganz knapp. Ich bin komplett down. Ja, hab's gesehen. Mhm. Ne, ich hab deine Karte nicht erwischt. Oder? Doch. Nee, ich hab sie. Ja. Falsche. Da kommt er. Falsche. Ja. Oh nein. Nein, krieg dich. Ja. Wow. So, schnell abschleichen. Mhm.
ja nicht mal so einfach mit der Taste zu. Ja, absolut. Zu fahren. Mhm. Ich habe das damals gemerkt, als. Bei Need for Speed 1 konntest du noch mit der Pfeiltasten spielen und bei Need for Speed 2 musste man WASD nehmen. Also ich bin bald durchgedreht. Das klappt ja überhaupt nicht mit links. Warum mit links? WASD ist meine linke Hand. Ah. Dann vorher konntest du mit der Pfeiltasten, das war dann die rechte Hand, da war es okay. Das Haus eingerissen. Warum habe ich jetzt wieder. Wieso habe ich jetzt wieder so komische Gedanken? Du solltest gleich vom Himmel regnen. Ja. Bin unterwegs. Jo, bin drin. Ah, du bist drin. Ja, merkst du gar nicht, ja? ich frage jetzt nicht, wie, wo, was. Auto! Oh, da ist die Schnau. Die Schnau. Ich versuche zwar die Karre mit Licht gerade zu haben, aber es ist gar nicht mal so einfach. Ja. Aber es geht. Einigermaßen. Ah, vielleicht ein bisschen. Die Karre ist jawohl. Sehr gut. Oh, okay, unser Auto. Unsere Karre ist auch. Ja. Und direkt. Achtung, geh schnell. Ja, ich bin platt. Und jetzt ganz platt. Eliminiert von Dr. Henry Stoner. Okay. Das geht doch. Ach, lol. Ach du Scheiße, wie... Lol. bestimmt, weil das Auto explodiert ist und du gefahren bist. Mit den komischen Gedanken ist er nicht alleine. Hehehe. Michel, du passt hierher. Absolut. Sehr cool. Frau Michel. Genau, Frau Michel. Sag mal, Frau Michel und Herr Michel. Wir sind die Michels. Keiner hat uns lieb. Ja. Miep, miep, miep. Ja, ich denke eine noch und dann werde ich mich auch mal zurückziehen. Ich werde langsam müde, okay. Träge. Mein Gott, bist du ein alter Sack. Was? Ja, du musst nur mal mein Kamerabild angucken. Ich brauche den Schönheitsschlaf. Vor allem muss ich mal wieder rasieren, Alter. Ich sehe aus. Junge. Das, oh, ja, ich hasse, vor allem ich hasse das Gestrüpp unten durch. Nö, das ist schön. Das kann ruhig weiter wachsen. Aber der Olibar. Das Ziegenbärtchen. Genau. Das Ziegenbärtchen. Mein Goatee. Ja, der hat richtige Musik hier. Oha, das ist aber hart. Ich brauche den schönen Schlaf. Ja, ist so. Ist so. Ich meine, sieh mich an. Ich hätte jetzt einen Kommentar bringen können, aber wollte es jetzt nicht sagen. Bestimmt, dass ich es nötig habe. Besser nicht. Siehst aus wie 38. Das ist nett. Das ist sehr nett. Also das freut mich. Dann brauche ich doch nicht so viel Schlaf vielleicht. Sie hat ja nicht gesagt, ob
dass du 38 Jahre älter siehst, was? Doch, doch. Nee, nicht älter, aber siehst aus wie 38. Das ist doch... Das ist nett. Das ist sehr nett. Wie alt bist du, Michel? Sollte man das nicht Frauen nicht fragen? Ja, eigentlich nicht, ne? Wie alt würdest du dich einschätzen? Oh, da liegt was Blaues. Oh, blauisch-rot. Also was fragen wir Frauen doch nicht. Genau, genau. Dachte ich doch. Ja, ja, eben. Oh, hier schön Saft trinken. Schön Saft trinken. Genau, voll ins Gesicht gekippt. Ich bin seit ein paar Jahren 35, sagen wir es so. Ah ja, ich bin auch schon seit ein paar Jahren 38. Also ein paar. Ich werde 45 dieses Jahr. Und ich bin etwas zwischen Michel und Zeus. Ja, ja, stimmt. Aber sie weiß auch nicht, wie alt Zeus ist. Zeus ist noch nicht volljährig. Wenn man das mal so ausdrücken darf. Wow, sagst du? Oh, oh, oh. Ich werde angegriffen. Was mache ich? Ja, ich habe hier vier. Vier Bots. So. Ich hatte 4G, erledigt. Geführt 4G schnell auf einmal. 4G? Oh, noch einer. Oh, das ist aber echt gewesen. Ja, jetzt bräuchte ich aber mal wieder ein bisschen. Komm, erstmal hier voll spritzen. Nö, alles ist nicht. Alles ist nicht, da gebe ich dir recht. Ich habe jetzt wieder Kopfkino. Hehehe. Nitrofäuste. Oder halt, ne, wir machen das so und so. Okay. Brauche ich noch was? Ich nee, der... Energie. Ja, was denn? Na, der Boss ist hier auf meiner Seite. Nicht auf deiner... Ja. Ja. Und, also, gewisse Leute können bei mir nicht schätzen. Nee? Hat sich gerade jemand verschätzt? Da dachte ich mir schon, ja, sag doch gleich, sag mir doch gleich, dass ich mein eigener Urgroßvater wäre. Ja. So wie sie daneben geschätzt haben. Mal. So schlimm. Na. Sag mal, warum ist denn hier kein Medipack? Das gibt's doch gar nicht. Alles liegt rum, aber kein Medipack. Doof geraten. Und wenn oh, hier. Und wenn du es nicht brauchst, dann fällst du über jedes drüber. Aber absolut, ja. Ist immer so, ne? Aber ich habe eins. Ja, leer. Mal nix. Okay. Tadam. Geh mal wieder hoch. Überlebe Nitrodom. Oh, ich bin auf der ganz falschen Seite. Okay. Ich komme angesaust. Und ich düse, düse. Boah, Fackel da. Wie komme ich denn da rüber? Muss ich kaputt machen hier, ne?
Ich komme. Den Sekunden. Ja, schaffe ich. Ich sehe dich schon. Moin. Da. Jetzt gibt's dann so auf die 12. Merhaba. Merhaba, Udo. Ja. Merhaba, Eshek. Was? Oh, küss mir, Mamba. Ach, wie 24. 24? Ja, das ist auch gut geschätzt. Schleimerin. So, jetzt aber. Oh. Boom. In your face. Komm her. Oh, schmeiß mich nicht runter. Ach, ey. Hatte da einen Gash noch. Oh. Alle tot. Was willst du denn? Dich belebe ich bestimmt nicht wieder. Oh, hat das unterbrochen? Warte. Okay. So, jetzt. Warum wird nett sein immer als Schleim ausgelegt? Nein. Nein, nein, nein. Das täuscht nur. Hier, greif zu. Da liegt ein bisschen was. Komm her, bei Fuß. Jawohl, spritz mich voll. Oh. Ich sag nichts mehr. Katzenbabys, Katzenbabys. Genau. So. Wen wollen wir jetzt töten? Juhu! Oh. Wer shootet denn da? Oh, ich hab schon. Da. Erledigt. Müssen lacht. Oh, cool. Singen und Pfeifen verboten, Rüffelgeln gestattet. Oh, was? Wolltest du mich tot töten? Da hat jemand geschossen. Aber wo? Ah, hier, da. Genau. Da. Erledigt. Ja, dann wärst du immerhin eine tote Leiche. Tja. Hey, aber wenn Zeus nicht dabei ist, dann habe ich die Chance, auch mal Leute zu töten. Ich baller da immer drauf und die letzte Kugel kommt immer von ihm. Und ich kriege ja keine... Ja, wenn ich mit dem Arbeitskollegen und seinem Bruder zocke, dann bin ich auch nur Mitläufer. Ja, scheiße, ne? Voll mies für die Statistik. Ich weiß noch, als ich mit dem Arbeitskollegen in Duos war, da hatten wir nur noch einen am Schluss und ich dachte, ja, falls ich den Arbeitskollegen noch brauche, würde ich ihn besser wiederbeleben und dann habe ich ihn wiederbelebt und nachher den Gegner abgeschlachtet und dann habe ich ihn selbst tot getötet und ich so, oh. Okay, hättest du gleich tot bleiben können. Ja, das genau. So. Aber du schreibst gerade, tote Leiche ist wie ein runder Kreis. Ja, das stimmt. Oder wie manche Leute auch Haarfrisur sagen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Haarfrisur. Eine Haarfrisur, runder Kreis, tote Leiche. Wo? Oh. Scheiße, bin down. Warte, ich kümmere mich kurz. Oh, nein, wie schade. Nein, wie schade. Herrje. Ermischel, ich habe auch Emotes, ne? Also, kannst dich auch ein bisschen austoben. Also, wenn du Mischel sagst, dann habe ich das Gefühl, du machst selbst, meinst dich selbst.
Ja, es klingt auch komisch für mich. Dunkelbunt ist auch so ein schönes Wort. Oh ja. Dunkelbunt. Ich trage so lange schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Oh, ich habe heute Türkis an. Wann habe ich das? Ach Gott. Ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal kein schwarzes T-Shirt an hatte. Ja, jetzt wird das Vape-Ding, hat mir wieder in den Mund gespritzt. Eieieiei. Ja, manchmal, ich weiß auch nicht. Das ist wahrscheinlich, wenn ich zu wild dran ziehe. Dran sauge. Katzenbabys. Dein Shirt macht gut mit deinem Headset. Ey, du hast recht. Das ist so sehr ähnlich. Aber sehr ähnlich. Zeig mal. Ja. Das Headset ist eine Nuance dunkler. Oder einfach nur dreckiger, je nachdem. Wer weiß. Man weiß es nicht, man munkelt es nur. Das war unabsichtlich, absichtlich. Definitiv. Definitiv. Das war mein Freund. Reiner Zufall. Mein Kumpel. Kennst du den Andi? Andi Arbeit. Den kenne ich leider nicht, der Andi Arbeit. Aber kennst du den Wayne? Der Wayne's interessiert? Was? Wayne's interessiert? Also ich dachte schon, das war Rainer Hohn. Ja, genau. Dich gefolgt von Axel Schweiß. Und seiner Freundin Anna Bolika. Und ihre Schwester Moni Thor. Und Benzin. Den kannte ich nicht, der ist geil. Benzin. Und ihre Oma Rosa Schlüpfer. Und hüpf. Oh, ich habe nicht mal Busfahrer bedankt. Das gibt 7 Jahre Unglück. 7 Seasons Unglück. Das ist die Schwester von Wilma Lachen. Ah, Wilma kenne ich eine andere. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen sollte. Du kannst es wahrscheinlich denken. Die Wilma F. Mal den erledige ich jetzt. Ich ahne schon was. ich ahne es schon. Die andere Wilma wollte ich hier nicht reinschreiben. Jawohl, sehr gut. Scheiße, bin down. Ja, hab's gerade gesehen. Da ist auch noch jemand. Den muss ich kurz töten. Okay. Vielleicht hat er eine Waffe für mich. Oh, waffenmäßig ist aber ein bisschen dünn hier. Oh, Alter. Ich glaube, ich hab dich gerecht. Lad nach, Alter. So. Mensch, wo kommen die alle her? Keine Munition! Oh, Alter! Das war eine kürze Runde. Ja. Hat der sich am Fenster versteckt oben? Na, ich glaube, eine machen wir noch, ne? Und nachher sind wir morgen 5 nach dran. Ja, genau. Komm, wir machen noch eine Runde. Ach, wir machen noch eine Runde. Ach, genau. Wir machen noch eine Runde. Wenn noch eine muss, dann ist aber Schluss. Nee. Ich glaube, eine können wir noch. Wenn du möchtest. Jo.
Gut, gut. Und dann muss ich auf die Couch, ey. Als ich mit dem Arbeitskollegen machte, wir machen noch eine Runde. Und dann waren wir am Morgen dran. Ja. Ja, ich muss auch sagen, die Arena da, die macht mir richtig Spaß. So. Das ist echt cool. So, sowas fehlt mir so ein bisschen, wie früher. So eine, einfach so eine Deathmatch-Arena. So ein kleines Ding, wo man sich dann so ein bisschen verkriechen kann und dann ballern kann. Ich brauche nicht so eine große Map wie hier. So eine große Map wie hier. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Also mir reicht es vollkommen so eine kleine Arena. Das so bin ich das gewohnt von Quake damals. Rocket Arena, Rail Arena. Das war eine sehr geile Zeit. Das hat so einen Spaß gemacht. Verdammt. Jo. Und hüpf. Also ich hätte ja schon Bock, mal wieder Quake 2 zu zocken, ne? Es ist ja auch ein Game Pass. Aber mit dem neuen Launcher kann ich meine ganzen Mods da nicht einbinden. Das ist sehr nervig. Ne? Die Klamotten von unserem Clan und die Soundeffekte, wo wir reingemacht haben. Das ist dann... ist was anderes. Ist dann schon merkwürdig. Ach, Star-Lord habe ich hier. Star-Lord? Ja. Wer ist das? Einer, der sich ja als Star-Lord verkleidet hatte. Ehrlich? Geil. Der Peter... oh, wie heißt er? Hab's vergessen. Peter... Quill. Ja, genau. Genau. Peter Quill. Hier, Saft. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Jetzt habe ich schon das Reisekopfkino. Katzenbabys. Ja, ein bisschen dünn waffenmäßig hier. Ich mach nochmal einen Rundlauf. Ah, scheiß Knarre. So, geht schneller. Oh. Alter, geh weg, geh weg. Geh weg, Lady. Aha. Und bam, bam. So. Was wollt ihr denn jetzt? Blöden Pots. Komm schneller. Ich will den Saft.
Komm, lass mich rein. Alter. Komm. Wieso? Jetzt. Ich hab den Boss gekillt. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ich bin tatsächlich noch auf Waffensuche. Hast du noch ein Medikit, weil ich habe keins gefunden? Nee, ich glaube, eine von denen, wo ich getötet habe, hat eins fallen lassen. Das müsste dann quasi, wenn du beim Boss Richtung Arena guckst, rechts von dir, eine Etage tiefer. Müsste da theoretisch liegen. Ich bin schon in der Karre drin. Also. Ich bin noch am Waffensuchen. Irgendwie ist hier leer gefegt. Oh, hier ist ein Medikit. Komm, ich bring's da mit. Ja. So, dann komme ich mal zu dir. Bist du drin? Ah ja, da bist du. Ah, oh, fucking Bot, Alter. Nein! Hilfe, Hilfe! Jawohl. Also der eine ist mal down. Jawohl. So. So, soll ich dir Medikit übergeben? Wieso willst du wieso übergeben? Übergeben kannst du ja auf der Toilette. Liegt am Fahrstil. Geil, der hat es nicht bemerkt. Oh, ah, da wäre eine. Ja, scheiße. Ja. Ach so, das zählt gar nicht für uns, nur fürs Auto. Oh. Diese Dings zählen für mich. Ach so, und für dich. Nee, du hast aber nichts gekriegt. Also ein Leben habe ich gekriegt. Ja, Leben, ja. Ja. Ich dachte, blaue Saft. Ist hier zuerst das Leben, wenn da was abgezogen wurde. Hm. Oh, ich höre was. Oh, bisschen tief. Ja, Entschuldigung. Wo sind sie? Nö, alles gut. Bin über das Ziel hinausgeschossen. Da ist aber auch noch jemand. Verdammt. Ich sehe nur nichts. Jetzt. Oh, da. Oh, komm, abkühlen, abkühlen, abkühlen. Auf der anderen Flussseite noch. Ja. Ah, oh. Voll ins Gesicht geschossen. Du hast Marvin ins Gesicht geschossen. Geiler Film. Christus, Sau. Ne, Pulp Fiction, kennst du den? Aber nicht wirklich gesehen. Ah, okay. Warum? Ja, da gibt's halt so eine coole Szene, wie der Vincent Vega und Jules einen entführen. Und dann fahren die mit dem Richtung Hollywood. Und dann hält Vincent die Knarre nach hinten, so in sein Gesicht, und sagt, hey Marvin, sag doch auch mal was dazu. Und dann fährt Jules über einen Huppel und dann schießt er ihm aus Versehen ins Gesicht. Und Jules dann, Alter,
Du hast Marvin ins Gesicht geschossen. Eine coole Szene. Die Straße ist eindeutig zu schmal. Oh ja, da hast du recht. Da hast du recht. Eigentlich bräuchte man einen Monster Truck, um da durchzukommen. Oh. Alter. Der springt aber auch gut rum. Ein Boss, ne? Das ist der Boss. Der andere Boss, Achtung. Oh, fast habe ich ihn gehabt. Ja, ich habe ja, ja. Hier welche. Alles gut, alles gut. Gut. Sind genug Leute da. Alter. Wird einer nach dem anderen getötet. Wie geil ist das denn? Level 7. Juhu. Das ist wegen der Stachel, wegen der Stachelstoßstange. Ja. Echt cool. Musst du nicht zwingend aussteigen, kann sein, die einfach platt fahren. Ja. Oder Bäume umnieten. Manchmal. Ja. Oder Häuser. Sträucher. Aber Spezialist habe ich bekommen. Vorhin. Ah, cool. Da oben ist noch was. Wo? Oder da hinten. Ja. Hier. Da ist er. Oh. Demolition Derby. Ja, genau. Boah, Alter. Jawohl. Ah, nein. Oh, nachladen, schnell. Scheiße. Und Zunde, ja. Jawohl. Hörst du auf, mich zu schießen? Was soll das denn? Hast du es verstanden, was ich gesagt habe? Ja. Irgendwas mit Hunger. Ach, du hast 7 tot getötet. 7? Ah, das bei bedeutet steht... das. Muss mal kurz heilen. Ich hab 4. Boah. Die habe ich übersehen. Kam welche mit dem Auto angefahren. Boah, so. Aber ich glaube, jetzt hören wir auf, bevor wir wirklich die ganze Nacht zocken. Macht ja nichts. Ja, eigentlich nicht, ne? Wenn ich nicht morgens so viel zu tun hätte hier. Aber, also mir ist aufgefallen, ne? Durch meine komische Psyche, dass ich wirklich meine festen Bettzeiten einhalten muss, sonst habe ich ein Problem. Da merkt man, dass man alt wird. Da merkt man's. Oh Gott. Ja, trinken wir mal was. So. Dann springe ich mal kurz hier rüber. Und dann sage ich mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ihr wart unterhalten, entertained, wie man so schön sagt. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine wunderschöne Nacht, süße Träume und bis dann. Macht's gut. Bye, bye.